Entschuldigung, verzeihen Sie. Passiert es Ihnen manchmal, dass Sie von den Gästen nach einem Tipp fürs Roulette gefragt werden? Also meistens wollen die Herrschaften eine Zahl von mir. Haben Sie öfters einmal so ein Gespür? Kommt schon vor. Sagen Sie einfach die erste Zahl, die Ihnen einfällt. 31. Fällt Ihnen vielleicht noch eine ein? Ganz spontan. 32. Ist hier schon einmal ein Auto gestohlen worden? Das sollte mal einer probieren. Bei mir im Wagen liegt nämlich eine Kamera. Muss ich mir da keine Sorgen machen? Hat es hier noch nie einen Einbruch gegeben? Das wäre mein Wunsch, dass es hier einmal einer probiert, dass er ein Auto knackt. Ja, den tat ich, ja klar. Ja, alles tat ich mit dem. Ach, das glaubst du, was? Ja, das glaube ich Ihnen. Also, danke. Ja, also, wird einer. Viel Glück, gell? Nichts geht mehr. Neuner Pirima. Transat Plane Sam. Flasche war Louis. Dankeschön für die Eingestellung. Okay. 9. Was für ein Filou. Aber er bezahlt dafür. Ich wünsche ihm, dass er wirklich einmal bezahlen muss. 5 oder ein paar Morgen. Und gleich schon, Francis Alissa. Na bitte, warum setzt du eigentlich auf Zahlen? Da weiß man doch, was man hat. Was macht man eigentlich, wenn man auf einer Zahl gewinnt? Na, spielst du das erste Mal? Oder? Merkt man das nicht? Oder spiele ich schon so gut? Also, wenn ich beim nächsten Mal gewinne, muss ich dann dem Croupier was abgeben. Bei den Zahlen, die du setzt, wirst du das Problem gar nicht erst haben. Also, diese Zahlen hat mir der Parkwächter im Vertrauen genannt. Und der kennt sie aus. Deshalb ist er auch Parkwächter. 17, bitte. 17? 10.000. Wenn wir unseren Beruf doch auch mit dieser Präzision ausüben können. Natürlich ist unsere Trefferquote geringer. Verbrecher sind eben nicht so handlich wie so ein Chip. 80.051. 2.000 für die Angestellten. Dankeschön. Für die Angestellten. Danke sehr. Am Schluss landen sie doch alle im Kästchen. Ja, manche sind zu groß dafür. $17. Du hast gewonnen. Also geht es nicht, das war mein Jeton, mein Gewinn. Du brauchst nicht schauen, ich habe David hingesetzt.
Ja, Hulsen, Hulsen. Ganz genau meine, der wird es bestätigen. Ich streite niemals. Zahlen Sie an den Herrn aus, aber sorgen Sie dafür, dass er das Spiel nicht weiter stört. 5.000. 1, 2, 3, 4, 5.000 gewechselt. Soll ich damit abfinden? Zu wenig, ich will alles haben. Gib ein Nachspiel. Entschuldigen Sie, mein Herr, kommt bitte an die Rezeption. Will ich da einen Rest? Kommt bitte. Komm mal einen ganzen Rest an. Eine 75 Mark, bitteschön. Und was mache ich jetzt? Sage ein Stück für die Angestellten. Ein Stück? Besten Dank für die Angestellten. 5.000, 11.000, 5, 6, 7.000, 23.000. Einsatz für die Angestellten. Vielen Dank für die Angestellten. 17 Schwarz Ampermont. Moment, Horst, du hast schon wieder geräumt. Blödsinn, ich war gar nicht gesetzt. Aber du hast doch den alten Einsatz stehen lassen. 175 Mark, bitteschön. Das ist ein sehr lustiges Spiel. 16, 17, 18, 19, 20, 1, 2, 3, 4, 25, 125.000. Fahren Sie mir nicht davon. Wegen Ihnen habe ich Bierverbot. Das freut mich aufrichtig. Leg mal den Triumphmarsch ein. Lasst uns der linken Tradition. Er guckt nach vorn. Er guckt in den Rückschuh. Genau. Jetzt regt ihr nicht weiter auf, er ist dran gewöhnt. Was, das ist immer mit den Damen? Das ist das erste Mal. Ich schwöre es. Verdammt. Polizei. Wir können uns nichts anhaben. Der Wagen ist doch sauber, oder? Vielleicht ist das die Sittenpolizei. Halt lieber an, wenn uns die Polizei aufstoppt, sagt vielleicht einer, oh, Verzeihung, Herr Oberkommissar. Na, Bent, tut uns leid, dass wir Sie anhalten müssen, aber es ist gerade eine Ringfahndung durchgegeben worden. Steigen Sie bitte alle aus. Um was geht's denn eigentlich? Tut mir nochmal leid, aber das ist ein Überfall. Los, alle umdrehen und Hände aufs Dach. Los, durchsuch sie. Sag mal, Ringfahndung, hätten wir davon nicht was hören müssen? Frage mal noch. Thank you.
und nachts alles auf den Straßen rumtreibt. Durchsucht den Wagen, vor allem nach Waffen, sonst ballern die noch hinter uns her. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir meine persönlichen Papiere zurückgeben würden. Sonst nehmen Sie, was Sie wollen. Das Mädchen hat noch ein paar Ohrringe, die sind wertvoll. Die haben Sie übersehen. Sie müssen ein interessanter Mensch sein. Es interessiert sich jemand für Sie. Wenn ich doch sage, eine Ringfahndung auf der B961. Was ist denn? Okay, Ende, danke. Die Zentrale weiß von nichts. Der große Giovanni. Ich liebe dein Lachen. Wie viel Vorsprung haben die? Denen reicht er. Die haben sich längst verkrochen. Die kriege ich noch. Und dann? Dann mache ich sie fertig. Wie eben. Und jetzt auch noch unbewaffnet. Wollen Sie die etwa laufen lassen? Die sollen sich ruhig ein bisschen freuen. Dann macht es uns später viel mehr Spaß. Ja, ja, der große Giovanni. Wie willst du die jemals finden? Das sind einfache Straßenräuber. Kleine, dumme Leute lassen sich leicht finden. Wie denn? Habe ich nicht auch dich gefunden, mein Schatz? Ich möchte bloß wissen, wer uns die Wanze untergejubelt hat. Die Polizei natürlich, aber es ist unwichtig. Die haben nichts gehört, was mir schaden könnte. Die haben nicht mal was von dem Überfall mitgekriegt. Das Wichtige kriegen sie nie mit. Und deshalb schätze ich die Polizei. Wie viel Geld hast du dir denn klauen lassen, hm? Das ist ganz besonders unwichtig. Sie werden keine Freude dran haben. Du verstehst nicht, worauf es ankommt. Kriege ich neue Ohrringe? Hier könnte es gewesen sein, ne? Wenn du bloß wüsst, was hier gewesen sein könnte. Also das Letzte, was man auf dem Tonband versteht, ist verdammt Polizei. Und die etwas schwache Stimme mit der Ringfahndung. Ich verstehe das nicht. Vielleicht hat sie einen schlechten Scherz mit Machert erlaubt. Wo ist die Leiche? Welche Leiche? Die von dem Mann mit dem Scherz. Oder sie haben sie über uns lustig gemacht. Stell dir mal vor, die haben die Wanze entdeckt und unsere kleine Komödie vorgespielt. Und was ist mit dem Happy End? Soweit wir wissen, schaut es beim Machert immer so aus.
hast du denen das ganze Kleinzeug abgenommen? Ja, damit so aussieht wie ein ganz normaler Überfall. Jetzt hätten wir bloß Glück gehabt. Und kommt vielleicht keiner so schnell drauf, dass wir im Casino waren. Schlau was. Mir zu kompliziert, aber klingt gut. Der hat uns geliebt. Das ist alles. $125.000. Ja. Zur Verrechnung. Wenn wir den aufs Konto einzahlen, schnappen sie uns sofort. Ja, dann muss man eben ein Konto unter anderem Namen einrichten. Mit falschen Pässen. Oder sogar dem richtigen. Die sperren den Scheck doch sowieso. Es gibt eben keine Liebe mehr zwischen den Menschen. Nur noch ganz vereinzelt. Was kann so ein Mensch für einen Beruf haben? Was auch immer, ist ein Schwein. Mondial Südfrüchteimport. Giovanni Machert, Generalimporteur. Ich wusste gar nicht, dass man mit Früchten so viel Geld machen kann. 8.312 Mark und 30 Pf. Vielleicht sollten wir es in Pampelmusen anlegen. Auch so eine Firma gründen. Ich bin mehr für Kartoffeln. Die wachsen hier auch besser. Also ich habe auf dem ganzen Acker da draußen noch nicht eine Kartoffel gesehen. Hase, die muss man ja auch erst pflanzen. Hast du eigentlich überhaupt keine Ahnung von Landwirtschaft? Warum machst du mich denn jetzt so an? Das weißt du doch. Ich mach dich nicht an. Ich versuch bloß deinen Ehrgeiz zu wecken. Tja, der ist ja auch voll da. Aber nicht auf Kartoffeln. Ja, aber warum hast du dir das denn nicht vorher überlegt? Warum hast du die Erbschaft überhaupt angenommen? Weil ich auch mal was erben wollte. Weil ich auch mal was haben wollte. Das mit den Hypotheken, das habe ich ja vor lauter Begeisterung gar nicht verstanden. Ja, irgendwie müssen wir jedenfalls schleunigst Geld verdienen. Wir wissen ja jetzt, wie es geht. Nochmal? Dasselbe? Sogar besser. Und das nächste Mal lassen wir uns keinen Scheck andrehen. Oder hast du Angst? Ein bisschen vielleicht. Bist du jetzt bürgerlich? 50 Jahren vielleicht. Aber es macht aber nichts, wenn man zwischendurch mal eine Kartoffel pflanzt, oder? Freispruch wegen Mangels an Beweisen. Wer? Johnny Machert. 300 Kilogramm Heroin. Giovanni Machert verließ den Gerichtssaal als freier Mann. Finde ich gut. Was? Na, dass wir so ein linkes Dealerschwein abgegriffen haben. Und dieser eitle Fatzke trägt seine Zeitungskritik in der Brieftasche durch die Gegend. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also so ein bisschen gespannt bin ich auf unsere Kritik ja nun auch. Es wird keine geben. Und das ist gut für uns. So einer geht nicht zur Polizei. Du hast recht. Wir können es gleich nochmal machen. Von der Geschichte mit der Polizeistreife verstehe ich kein Wort. Also nochmal. Noch einmal nützt nichts. Ich habe mir seit Nacht nur 10 Mal vorher erzählt und ich kapiere es immer noch nicht. Ich habe das heute Morgen mal überprüft. Auf der Straße ist heute Nacht kein einziger Streifenwagen entlang gefahren. Vielleicht hat sich wirklich jemand an eine Jux gemacht. Machers Telefon wird überwacht. Von einem Jux hat er noch keiner was erzählt. Vielleicht ging der auf seine Kosten. Naja, wie auch immer. Hat die Telefonüberwachung bei Machert sonst irgendwas gebracht? Die reden den ganzen Tag über Südfrüchte, ganze Lastwagen voll. Scheint prima Geschäft zu sein. Ja, aber nicht gut genug für den Lebensstil. Niemand macht mir weiß, dass ein Südfrüchtehändler solche Summen ins Casino tragen kann. Und gewaschen wieder rausträgt. Aber es geht doch gar nicht darum, was er uns alles nicht weiß machen kann. Das Gericht fand ihn unschuldig. Ja, und ich war der Depp. Im Grunde war ich schuldig. Die Beweise war ich schuldig. Hier ist einer. Vorsätzliche Sachbeschädigung.
Streng genommen hättet ihr die nicht mal anbringen dürfen. Das wisst ihr doch genau. War denn die Wanze zu gar nichts nütze? Als der Machat von dieser sonderbaren Streife angehalten worden ist, da hat er den Chauffeur gefragt, ob der Wagen sauber ist. Für Machats Verteidiger ist das die harmloseste Frage der Welt. Machat wollte natürlich nur wissen, ob der Wagen gewaschen ist. Wenn Machat im Casino sein Geld wäscht, dann auch nur aus hygienischen Gründen, ne? Ich weiß nicht, ob es überhaupt einen Sinn hat, den Machat weiter zu beschatten. Der sagt kein falsches Wort am Telefon, der trifft sich nicht einmal mit verdächtigen Leuten, der macht einfach keine Fehler. Habt ihr nicht gesagt, dass er ziemlich übel mit seiner Freundin umspringt? Vielleicht hat die das gehabt. Fragst du doch einmal. Hä? Ja, ja, im Ernst tun sie das. Wie soll ich das machen? Das fragst du uns? Es kann nicht sein, dass ein Mann wie Machat überhaupt keine Fehler macht. Es kann nur sein, dass wir sie nicht sehen. Setz noch ein paar Observantenteams auf ihn an. Und wir sollten auch feststellen, welche Summen er ins Casino rein und raus trägt. Guck mal, könnten wir was mit kochen? Was? Salat zum Beispiel. Kochen? Oder grüne Soße mit Eiern. Ja, wir haben keine Eier. Wir haben bloß Spaghetti. Wir können uns so einen Huhn halten. Du kriegst hier so etwas Sesshaftes. Ach, bin ich dir zu bieder? Heute steht schon wieder nichts drin. Der Typ ist tatsächlich nicht zur Polizei gegangen. Ja, wie kann ich die Dinger ohne Risiko verkaufen? Guck mal, sind echte Steine drin. Der von mir aus kann sie auch behalten. Wozu denn? Du bemerkst sie ja doch nicht. Bitte sehr, Herr Direktor. Danke. Selbstverständlich ist uns die Höhe der Summen aufgefallen, um die Yamaha zu spielen pflegt. Aber wir zeigen prinzipiell kein Interesse daran, woher das Geld unserer Gäste stammt. Natürlich nicht. Ein Geld ist so schön wie das andere. Ich mache Ihnen auch gar keine Vorwürfe. Ich möchte nur wissen, ob es irgendwelche Auffälligkeiten gegeben hat. Nie. Herr Machat ist ein geradezu vorbildlicher Gast. Das heißt, ein wenig merkwürdig war vielleicht die Geschichte mit dem Scheck vor ein paar Tagen. Aber es war absolut nichts Unkorrektes daran. Kleine Merkwürdigkeiten interessieren mich ganz besonders. Er hat bei seinem letzten Besuch einen Verrechnungsscheck über 125.000 Mark von uns erhalten. Am nächsten Tag hat er angerufen und gesagt, der Scheck sei in seiner Buchhaltung abhanden gekommen. Aber er hat ausdrücklich darum gebeten, ihn nicht sperren zu lassen, weil er herausfinden will, wer diesen Scheck einlöst. Und? Ist der Scheck schon aufgetaucht? Nein, bisher ist unser Konto nicht belastet worden. Informieren Sie bitte auch mich, wenn er auftaucht. Die Observanten haben mir eben durchgesagt, dass der Machat einen neuen Personalausweis beantragt hat. Den alten hat er verloren. Ja, du musst mir nicht alles erzählen, was dieser Machat so den ganzen Tag treibt. So, das interessiert dich also nicht. Doch, ein bisschen. Sag, dass du platzt vor Neugier, sonst bin ich immer noch beleidigt. Okay, ich platze. Dieser Leibwächter und diese Sylvie Maus haben auch ihre Personalausweise verloren, auch Neuanträge. Und den Scheck hat der Machat auch verloren. Und er interessiert sich sehr für den Finder. Es verlieren nicht drei Leute gleichzeitig ihre Ausweise. Nicht freiwillig. Da muss schon ein Streifenwagen kommen und um die Papiere bitten. Und bei einem Mann wie Machat und diesem Leibwächter müssen die Streifenpolizisten auch sehr gut bewaffnet gewesen sein. Das ist Familienschmuck. Den muss ich leider verkaufen. Hätten Sie Interesse an so etwas? Darf ich? Sie sind sicher von der werten Frau Mama? Ja. Kommen Sie auf Empfehlung zu mir oder wie sonst haben Sie zu mir gefunden? Was bieten Sie? Das kann ich nicht so einfach sagen. Ich müsste die Steine prüfen. Ja, dann tun Sie das. Das wird ein Weilchen dauern. Wie lange? Ein Stündchen. Gut, ich warte.
Oder auch zwei. Nein, so lange kann ich nicht warten. Dann hätte ich gerne Quittung. Quittungen, Rechnungen. Ist das Leben nicht ohne diese Dinge schon kompliziert genug? $3,000. Geben Sie wieder her. Das bietet Ihnen kein anderer. Warum tun Sie es dann? Weil ich eine Seele habe. Weil Sie auch eine Seele haben. Und weil Sie hübsch sind. Also mit den Casino-Besuchern kommen wir auch nicht richtig weiter. Die meisten von denen gibt's gar nicht. Allein an dem Abend sind 16 falsche Personalausweise rumgegangen. Klar, das sind die Leute, die Spielverbote haben. Also, das kann ich mir nicht vorstellen. Ist auch gar nicht nötig, aber stellen Sie sich vor, das passiert noch einmal und es gäbe Schlagzeilen wie Spielbankgewinner auf dem Heimweg überfallen oder Spitzel im Spielsaal. Können Sie sich das auch nicht vorstellen? Tja, und? Was soll ich denn machen? Wir bitten um Ihre Vorschläge. Also unsere Idee wäre, ein paar Abende lang einen ganz großen Gewinner herumzuzeigen. Einen, der einfach überfallen werden muss. Und der möchte gern ich sein. Und wie? Tja, wie? Sie sind der Fachmann. Es gibt keinen Fachmann für Glück. Nur Leute, die es haben. Haben Sie Glück? Ich bin glücklich verheiratet. Das ist ganz schlecht. Na, ich meine, das ist die denkbar ungünstigste Voraussetzung für Ihr Vorhaben. Glauben Sie im Ernst an Glück in der Liebe, Pech im Spiel? Der Aberglaube ist die einzige Konstante in diesem Spiel. Ja, ich weiß leider nicht, wie ich Ihrem Glück ein wenig nachhelfen könnte. Ja, aber es müsste doch nur den Anschein haben. Wenn genügend Chips vor meinem Kollegen liegen, hält ihn doch jeder für den Gewinner des Abends. Tja, das ließe sich vielleicht machen. Wir könnten Ihnen eine beliebige Menge Spielgeld zur Verfügung stellen, mit dem Sie dann auf Kosten des Hauses operieren. Und Sie dürfen nur nicht verlangen, dass wir es im Falle eines Gewinnes auch auszahlen. Aber genau darum geht es. Es muss ausgezahlt werden. Das Geld wird natürlich unter ständiger Bewachung stehen. Da sprengen Sie mir nur nicht die Bank. Verstehe. Ruf mich wieder zurück, danke. Der Scheck ist immer noch nicht eingezahlt worden. Das ist sehr schade. Es ärgert mich immer mehr, dass wir diese Kerle noch nicht erwischt haben. Es verdirbt mir die Laune. Komme ich eine neue Ohrring oder nicht? Kannst du mir einen vernünftigen Grund sagen, weshalb ich dir etwas schenken sollte? Weil du mich liebst. Du machst Witze. Aber der gefällt mir. Kauf dir was. Verzeih. Dass die Kerle die anderen Ohrringe geklaut haben. Sie werden versuchen, die Dinge zu verkaufen. Da gibt es viele Adressen. Aber wir haben auch viele Leute. Lass Kopien von dem Versicherungsfoto machen und verteile sie. Ganze Tische frei. Ja, frei. Das ist ja das Traurige.
Und dieses Besetzen, und zwar mit Ihnen. Das ist das Angenehme. Weil ich mich immer für das Angenehme im Leben entschieden habe, setze ich mich einfach, okay? Und jetzt erzählen Sie mir sicher, dass Sie mich irgendwann irgendwo schon mal gesehen haben. Richtig, woher wissen Sie das? Erfahrung. Wir haben uns letzten Montag im Spielcasino gesehen. Aber irgendwie hatten Sie was anderes am Kopf. So was sehen Sie? Ich sehe alles. Was war's denn? Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es waren die Augen. Na, Quatsch. Es waren die Ohren. Sie hatten andere Ohrringe. Neue? Die habe ich mir selber ausgesucht. Die anderen nicht? Also, wenn wir uns jemals wiedersehen sollten im Leben, ja, dann tragen Sie bitte diese da. Die anderen habe ich gar nicht mehr. Sie haben sie weggeschmissen. Verloren. Auch nicht schlecht. Ich habe mal irgendwo gelesen, dass in Monte Carlo 37 Mal hintereinander schwarz gekommen ist. Da wäre ich gern dabei gewesen. Da musste Rainer die Bank gesprengt haben. Die Spieler haben auf Rot gesetzt. Alles, was sie hatten. Ein Ölscheich hat eine ganze Tankerflotte verloren. Aber du hättest auf Schwarz gesetzt, 37 Mal hintereinander. Klar. Dann hättest du jetzt die Tankerflotte. Ich weiß, mein Traum. Was willst du denn da damit machen? Also, erstmal würde ich mir eine Admiralsuniform kaufen und dann würde ich die ganze Tankerflotte auf Schwarz setzen. Und das wäre dann das 38. Mal? Ich weiß, war ein Albtraum. Sag mal, hast du dir eigentlich schon mal überlegt, was mit uns passiert, wenn sie uns schnappen? Nö. Noch nie? Und was passiert, wenn sie nur einen von uns schnappen? Der andere wartet. Warum bist du eigentlich so sicher, dass es auf dieselbe Weise passiert? An derselben Stelle. Weil es beim ersten Mal so gut geklappt hat. Polente! So ein Händchen. Was für ein Händchen. Gibt's denn sowas? Begabung für dieses Spiel? Das ist Genie. Wenn ich sowas sehe, werde ich ganz stumm. Noch ein Bier, bitte. Nichts geht. Er muss auf Schwarz bleiben. In Monte Carlo ist 37 Mal hintereinander schwarz gekommen. Warum sitze ich nicht am Tisch? 19 oder verpasst. Damit du dann Bier bezahlen kannst. Leid, dass wir sie anhalten müssen, aber es ist gerade eine Ringfahrt. Scheiße! Stehen bleiben! Was?
kommen, wir schaffen es. Hau ab! Los, hau schon ab! Sag, dass du auf mich wartest. Der Arzt hat gesagt, dass sie jetzt vernehmungsfähig ist. Und er hat auch gesagt, dass sie sehr obsessiv ist. Also, ich habe heute noch nicht den Nerv dazu. Ich habe solche kleinen Kratzbürsten eigentlich ganz gerne. Ja, vielleicht zu gerne. Es ist wohl am neutralsten, wenn erstmal Lissi mit ihr redet. Haben Sie was aus der Freundin von Machert rausgekriegt? Nee, nichts Besonderes. Sie hat nur nach diesem Casinoabend ihre Ohrringe verloren. Wenn die bei einem Hehler auftauchen, dann wird es der Machert früher wissen als mir. Denn mit ihm reden diese Burschen. Haben Sie sich noch mal mit ihr verabredet? Sie hat keine Zeit, behauptet sie. Erstaunlicherweise wollte sie mir auch ihre Telefonnummer nicht geben. Du bist und bleibst eben ein Anfänger. Dafür hat sie sich meine aufgeschrieben, falls sie doch mal Zeit hat. Geburtsort? Berlin. West oder Ost? Spielt das noch eine Rolle? Ja, fürs Papier schon. West. Okay. Derzeitiger Wohnsitz? Untersuchungsgefängnis. Und wo haben Sie davor gewohnt? Schreiben Sie Wohnsitz unbekannt. Und wem unbekannt? Ihnen. Das bleibt er auch. Sagen Sie mal, haben Sie gegen mich was persönlich? Ich verstehe nicht, wie eine Frau Polizistin werden kann. Wer soll denn sonst Polizistin werden? Können Sie mir erklären, warum Sie Polizistin geworden sind? Sicher, wenn Sie mir erklären, warum Sie Straßenräuberin geworden sind. Das versteht eine Frau wie Sie nicht. So. Ich glaube, ich rede jetzt lieber mit einem richtigen Polizisten. Tja, wir sind bisher noch nicht weitergekommen. Fingerabdrücke gibt es keine und die Nummernschilder sind Totalfälschungen. Naja, das kann man sich auch leisten, wenn man an einem Polizeiwagen fährt. Wer hält den schon an? Aber wenn der Wagen ohne Polizeiverkleidung gefahren worden ist, dann muss er doch andere Nummernschilder gehabt haben, welche die registriert sind. Ja, aber im Kofferraum befinden sich die jedenfalls nicht. Aber sowas kann doch der Computer feststellen. Ja, wenn der die Fahrgestellnummer weiß und die Motorennummer, dann kann der das, sicher. Aber die sind rausgeschliffen. Aber da gibt's doch eine Technik, wie man die Nummern trotzdem lesbar machen kann. Ja, meistens klappt das auch, aber das dauert. Das Ganze war ein Jux. Ich hab bloß mal Räuber und Gendarm spielen wollen. Beides in einer Person. War so ein Kindheitstraum von mir. Sie wollen sich wohl über mich lustig machen. Noch so ein Kindheitstraum. Sich einmal über die ganze Polizei lustig machen. Und was glauben Sie, können Sie damit erreichen? Ein bisschen Spaß in einer trostlosen Umgebung. Ja, ich verstehe. Sie wollen Zeit schinden. Sie wollen Ihrem Freund einen Vorsprung verschaffen. Meiner Freundin. Der andere war ein Mann. Woher wollen Sie denn das wissen? Kann ich immer noch unterscheiden. Na schön. Fangen wir es anders an. Einverstanden. Aber wozu brauchen wir den da? Damit Sie hinterher nicht behaupten können, ich hätte mich Ihnen irgendwie unsittlich genähert. Sie wären so eine, die das täte. Aber Sie wären nie so einer, der das täte. Ganz im Gegenteil. Wieso? Was? Ich glaube, Sie tun das immer gern so. Im Grunde sind Sie... Was? Harmlos. Aber das ist doch nichts Schlimmes. Das ist doch etwas sehr Nettes. Sie wollen mir also nicht sagen, wer Komplize ist? Komplizin. Das schreibt man mit Z. Ach was. Nicht mit CK? Wie Tomate? Machert. Okay. Sie haben die Ohrringe gefunden. Es war durchaus kein Jux. Es war auch nicht nur ein versuchter Raubüberfall. Wir haben Beweise, dass Sie am letzten Montag mit exakt derselben Masche ein anderes Auto ausgeraubt haben. Das bestreite ich. Was wollen Sie da noch bestreiten? Dass Sie das Auto ausgeraubt haben oder dass wir die Beweise haben? Alles. Das ist gelogen. Dann werden Sie aber frech. Und frech ist, wer lügt. Okay. Wo waren Sie letzten Montagabend? Aber das wissen Sie doch längst.
Weil Sie natürlich die Eintragung in der Kartei von der Spielbank überprüft haben. Stimmt's? Einige Angestellte des Casinos haben ausgesagt, dass sie in männlicher Begleitung waren. Selbstverständlich ist auch der Name dieses Mannes registriert worden. Selbstverständlich. Selbstverständlich. Wie heißt er? Brauchen Sie? Nein, danke. Aber rauchen Sie ruhig, wenn Sie nervös sind. Ich pflege mir nicht, die Personalien der Leute aufzuschreiben, von denen ich kaufe. Die meisten würden Sie mir auch nicht geben. Sicher nicht. Aber Sie tun trotzdem alles, um zu wissen, wer es war. Damit hat man immer etwas in der Hinterhand, nicht? Wirklich nicht. Ich gehe so lange ein bisschen spazieren. Die Beschatter haben Machert verloren. Der hat mit seinem Leibwächter das Haus verlassen, ist in sein Auto gestiegen und... Hat ihnen gezeigt, was Autofahren wirklich heißt. Und das Mädchen zeigt uns, wie dämlich wir alle sind. Für einen Anwalt ist es ein Kinderspiel. Sag ihm die Autonummer von dem Mädchen und sag ihm, dass die Fahrerflucht begangen hat. Er muss nur die Zulassungsstelle anrufen und weiß Namen und Adresse. Trauen Sie sich alleine? Ohne Kollegen? Och, ich probier's mal. Ich kann ja immer noch schreien. Lassen Sie deshalb die Tür offen, ja? Sie wissen ganz genau, weshalb ich das tue. Und jetzt ist Schluss mit den Mädchen. Wir haben keine Zeit mehr. Wieso? Ist schon Feierabend? Sie haben keine Zeit mehr. Das geht jetzt um Ihren Freund. Wenn Sie wollen, dass dem nichts passiert, dann sollten Sie sich sehr rasch entschließen, mir zu sagen, wo er steckt. Finden Sie nicht, dass das ein schlechter Trick ist? Der Mann, den Sie letzten Montag ausgeraubt haben, ist aus unserer Observierung ausgebrochen. Das ist ein sehr gefährlicher Mann. Das ist ein Mann, den man nicht ungestraft ausraubt. Scheint ein interessanter Mann zu sein. Schicken Sie mir den doch mal. Diese Sylvie hat mich angerufen. Sie hat den ganzen Tag Zeit. Was heißt das? Das heißt, dass Macher sich für was anderes viel Zeit nimmt. Tricks! In der Trabanter Straße ist ein Hehler totgeschlagen worden. Tricks. Schicken Sie mir den, der sich gestern im Casino keinmal geirrt hat. Dem traue ich. Beweisen Sie mir irgendwie, dass das alles keine Tricks sind. Das geht nicht. Glauben Sie auch, dass dieser Machart auf dem Weg zu meinem Freund ist? Ja. Wie lange würden wir beide sitzen müssen? Ein paar Jahre. Ungefähr gleich lange? Vermutlich. Ich zeig's Ihnen. Gut.
Wo waren Sie heute zwischen 15 und 17 Uhr? Picknicken im Wald. Haben Sie dafür Zeugen? Selbstverständlich. Leo zum Beispiel. Aber der steht doch genauso wie Sie unter Mordverdacht. Noch andere Zeugen? Mindestens 10 von meinen Angestellten. Es war eine Art Betriebsausflug. Wollen Sie sich schon wieder lächerlich machen? Warum fragen Sie gar nicht, wen Sie ermordet haben sollen? Das wäre doch eine normale Frage. Weil es mich gar nichts angeht. Weil es ein müßiges Gespräch unnötig verlängern würde. Was haben Sie denn da an der Hand? Wobei haben Sie sich das geholt? Beim Training. Ich boxe ein bisschen. Nur so zum Spaß. Suchen Sie sich Ihren Mörder und Dealer woanders. Ich weiß, dass Sie Ihren Laden wasserdicht organisiert haben. Ihre Dealerei werde ich Ihnen nie nachweisen können. Aber Ihr Laden wird zusammenkrachen, wenn der Chef lebenslänglich sitzt. Gegen 16.20 Uhr haben Sie diesen Scheck eingereicht. Das ist doch Ihre Unterschrift. Das ist ja auch mein Scheck. Sicher. Aber wie kommen die Fingerabdrücke von einem Toten da drauf?